Hallo und herzlich willkommen bei Tüpfelhausen. Hier ist die Mama von Tüpfelfine und heute möchte ich mit euch ein Schächtelchen basteln, ohne dass ihr einen Plotter braucht oder irgendwelche anderen Geräte. Was aus der Schachtel wird, habt ihr ja oben im Text schon gelesen. Bei mir wird es eine Wünschebox für die Zeit nach Corona. Was ich mir wünsche, was ich gerne mal machen würde, was die Fine vielleicht auch vorhat zu machen. Genau, und deswegen heute mal eine ganz einfache Idee, wie man so eine Kiste ganz einfach basteln kann. Was ihr daraus macht, ist wie immer eure Sache. Zunächst brauchen wir ein 12x12 cm große Karton oder Papier, je nachdem wie ihr wollt. Wenn ihr es ein bisschen stärker haben wollt, dann nehmt einfach ein 12x12 Karton. Wenn du sagst, Papier reicht mir, dann nehmt einfach Papier. So, ich schau mal hier kurz, welchen ich gerne nehmen würde. Die sind irgendwie immer alle wunderschön. Ich finde, weil Frühling ist, nehmen wir einfach mal so frühlingshaft Papier. Ihr schneidet euch daraus jetzt einen 12x12 Karton. Dafür nehmt ihr einfach ein Lineal und einen Bleistift, messt es aus, nehmt die Schere und schneidet es aus. Bis gleich! Wenn ihr soweit seid und zwei 12x12 cm Kartons habt, müsst ihr Folgendes tun. Ihr nehmt euer Lineal und zeichnet von der Seite aus jeweils 2 cm auf diesem einen Karton. 2 und zieht dann eine Linie. Natürlich auf der Rückseite. Das macht ihr auf allen vier Seiten. Also hier 2,0 cm Rand. Auf diesen, also auf dem zweiten Blatt, müsst ihr 1,9 cm abmessen. Und auch hier wieder ringsrum einen Strich ziehen, so dass ihr dann ein inneres Quadrat habt. Also hier 1,9 cm. Dann bis gleich. Habt ihr das gemacht, nehmt ihr euch nun euer Lineal nochmal und vielleicht ein nicht ganz so spitzen, was ist denn das, Schraubendreher? Genau, und zieht die Linien nach. Dadurch prägt ihr euch die, dadurch könnt ihr die Linien besser falten. Wenn ihr jetzt keinen Schraubenzieher zur Hand habt, könnt ihr auch die umgedrehte Seite von dem Löffel nehmen oder so. Wenn ihr das gemacht habt, faltet das Blatt einmal nach oben. Das Ganze macht ihr jetzt wieder reihum. Also falzen, anlegen am Lineal und nach oben klappen. Wieder falzen, anlegen am Lineal und nach oben klappen. Ein letztes Mal, dann kann ich euch gleich den nächsten Schritt erklären, denn diese Schritte sind für beide Blätter gleich. Nur, dass es hier 2 cm sind und hier eben 1,9 cm. Habt ihr das jetzt einmal so gefalten, sieht es bei euch so aus. Nun müsst ihr an den unteren Ecken einmal einschneiden. Ich mache euch mal ein Kreuz, damit ihr es seht. Von hier, kleinen Moment, jetzt muss ich selber auch denken, hier, hier und hier. Und zwar so. Ich halte es mal in die Kamera. Überall da, wo jetzt das X ist. Und zwar immer von außen bis zum Strich. Und dann immer auch ein kleines Dreieck nach außen. Ne? So wie ich es jetzt eingezeichnet habe. Okay, wenn ihr das gemacht habt, dann bis gleich. Nun sehen eure beiden Zuschnitte so aus. Gefaltet und Klebelaschen hergestellt. Diese vier Ecken, die ihr eingeschnitten habt, sind eure Klebelaschen. Da kommen nun auf alle einmal Klebeband, doppelseitiges Klebeband oder eben auch ganz normalen Flüssigschleim, wie ihr das für richtig haltet und auch möchtet. Beim Flüssigschleim ist der Vorteil, ihr könnt noch ein bisschen ausgleichen, was bei so doppelseitigem Klebeband immer relativ schwierig ist. Aber wenn das Ding einmal drauf ist, dann klebt es. Also, macht ihr auf allen Vieren bzw. 8 Seiten. Ne? Ihr habt jetzt zwei Schächtelchen bzw. einen Deckel und einen Boden. Wenn ihr das so abgemacht habt, dann einfach einknicken und schön auf Kante kleben.
Das ist ganz wichtig, dass ihr da genau arbeitet, weil sonst passt eure Schachtel am Ende nicht. So sieht's aus. Einmal ringsrum, auch hier einmal ringsrum und dann sehen wir uns gleich noch. Nun haben wir unsere Schachtel fertig und können die zusammenstecken. Tada! Als nächstes braucht ihr einfach nur noch eure Schachtel zu dekorieren. Ich habe jetzt hier einen kleinen Digi-Stamp vorbereitet, den habe ich schon ausgemalt und habe ein Washi-Tape, wo drauf steht: You can smile, never give up. Ich finde das ziemlich passend, dekoriere es jetzt noch fertig, würde mich freuen, wenn ich ein Like sehe oder ihr mir eure Schachteln zeigt und vor allen Dingen, was ihr so alles reinmacht. Zum Reinmachen habe ich kleine Gummis genommen, Lumengummis oder kleine Haargummis, kriegt man ja überall her oder hat man vielleicht sogar noch rumfliegen. Die mache ich um meinen Wunsch drumherum und mache es in die Schachtel rein. Also, bis zum nächsten Mal, eure Sandra.